begrüße euch ganz herzlich. Heute werde ich euch, liebe Waagegeborenen, euer Sonnenjahr vorstellen. 2017 ist das Jahr der Waage und der Stabilität. Der Glücksplanet Jupiter wird die Waage bis in den Herbst hinein verwöhnen. Leben und Existenz sind gesichert und privat herrscht große Zufriedenheit. In der Liebe erlebst du mit deinem Schatz eine stabile und glückliche Zeit. Eventuelle Meinungsverschiedenheiten schafft ihr schnell vom Tisch. Im Juli findet ihr dank Venus zu einer schönen, harmonischen Romantik. Allerdings brauchst du im August deinen kurzfristigen Freiraum. Danach suchst du wieder im September die Nähe zu deinem Partner. Ja, man kann sogar sagen, ihr seid neu verliebt. Im Beruflichen geht bei der ehrgeizigen Waage der Weg steil nach oben. Dafür sorgt Jupiter bis zum Oktober. Doch das Wunderbare ist, dass Saturn dich tatkräftig dabei unterstützt. So wird dir alles gelingen, was du anfasst. Langfristige Unternehmungen solltest du zu Ende bringen. Der Erfolg ist dir sicher. Im Finanziellen allerdings beginnt das Jahr eher ungemütlich, weil einige Rechnungen ins Haus flattern werden, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast. Allerdings beschert dir Merkur im Februar geldliche Unterstützung und du wirst deine Sorgen los. Auch im Juni hilft dir Merkur im Geldlichen und du kannst deine Finanzen in Ruhe, in Überlegungen, in Ordnung bringen. Gesundheitlich wirst du ein gutes Jahr erleben. Nehme dir zum richtigen Zeitpunkt deine Auszeiten. Dadurch kannst du einen gesunden Weg finden und dich wohlfühlen. Im Herbst baust du deine Kräfte auf, so dass du in guter Kondition die anstrengenden kommenden Weihnachtstage angehen kannst. Dein persönlicher Engel ist der Erzengel Uriel. Höre seine Botschaft. Singe deine Angst, singe deine Probleme von deiner Seele. Als Kind hast du bei Dunkelheit aus Angst gesungen. Singe wieder, wenn du etwas Angst und Kummer hast. Singe. Auch wenn du dich alleine fühlst und dein Alltag dir Sorgen macht. Ja, singe, so laut du kannst und singe, wenn es dir danach ist. So singst du dir deine Probleme von deiner Seele. Ja, meine Lieben, singen ist Balsam für die Seele. Das ist wohl wahr. Ich wünsche euch ein tolles, erfolgreiches Sonnenjahr. Das nächste Tierkreiszeichen ist der Skorpion. Darauf können die Skorpione gespannt sein. Also, herzlichst, eure Deria.